Ja, Kiwi, gestern noch ein packendes Unentschieden gegen Friesenheim mit dem HSC abgesahnt und heute schon mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ist das eine große Belastung für dich? Na, also wie, ja, gestern war, kann man sagen, schon wirklich schweres Spiel und so. Zum Glück haben wir Punkte geholt, das ist sehr super. Und ja, jetzt ich denke jetzt nur, ich helfe für das Nationalteam. Und ja, gestern schnell wie möglich nach dem Spiel wieder hierher gekommen, ausgeschlafen. Also bin jetzt heute wieder bereit und andere Motivation heute und ja, also alles gut. Ja, dann steht ja bald noch nach dem Spiel heute gegen Deutschland, steht ja bald noch Spiel gegen Tschechien an. Da spielst du gegen deinen Teamkollegen Tomáš Rija. Wie viel Bock hast du da drauf? Ja, wir haben ja schon ein paar Worte ausgemacht. Ja, ich weiß nicht, weil der spielt auch meistens im Abwehr und ich glaube, ich auch. Und ja, wir so in Angriff treffen wir uns, ich glaube, eh nicht, aber haben wir so ein bisschen Spaß gemacht, aber schauen wir mal. Also ich freue mich, dass ich wieder dabei bin, weil ich war letzte zwei Lehrgänge, ich war ganz verletzt, habe ein bisschen Verletzungspech gehabt und ja, also ich freue mich jetzt wieder, dass wir ein bisschen Zeit zu spielen wieder und helfen für das österreichische Nationalteam, ja, also ich freue mich. Wann geht es dann zurück nach Coburg ins Training? Ich glaube, wird am Montag, aber ich fahre auf jeden Fall schon am Sonntag zurück und ja, schauen wir, rede ich mit Trainer, vielleicht Vormittagstraining und so, ein bisschen Pause und so, das ein bisschen erholen und dann geht's weiter, also auf jeden Fall. Wem sollen die Coburger, die deutschen Fans und die Coburger Fans heute die Daumen drücken? Ich glaube, die sind die alle beim Deutschen, ne? Die Deutschen Europameister geworden und so und ja, ich glaube mehr für Deutschen, aber ich wünsche mir, dass also Coburger Fans also uns auch ein bisschen unterstützen. Machen Sie ja. Sicherlich. Viel Erfolg trotzdem für heute. Danke.